Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play zu Croc. Ich habe in der Zwischenzeit mal in die Aufnahme reingehört. Ich habe jetzt, wie gesagt, das neue Mikrofon. Und das klingt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ich bin recht zufrieden. Das Übersteuern hört man zum Glück gar nicht. Deswegen ist alles soweit ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. So, ja. Kann ich eigentlich direkt hier runter? Geht das? Ah, guck mal, ich kann hier abkürzen. So ein bisschen zumindest. Das ist ja schon mal nicht verkehrt, ne? Wenn man ein bisschen abkürzen kann, ist doch echt super. So. Okay. Jetzt probiere ich da wieder drauf zu kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schnell hoch da. Oh, das war aber mega knapp. Das war echt ultra knapp. So. Gut. Ja, für alle, die es interessieren sollte, warum habe ich jetzt ausgerechnet ein anderes Mikrofon? Ganz einfach aus der Tatsache heraus, dass ich, sonst habe ich ja das Rode Procaster, das ist so ein, ja, Studio-Mikrofon, sage ich jetzt einfach mal, ne? Also wie es halt auch bei professionellen Studios genutzt wird. Ich habe mir das irgendwann mal gekauft, weil ich mir gedacht habe, Ton, ne? Ton ist wichtig. Und ich habe da auch schon sehr, sehr viel rumgemacht damit, also das ist, Ton ist echt immer super schwierig. Deswegen, also wer die Let's Plays so im Laufe der Zeit bei mir guckt, der wird feststellen, dass ich hin und wieder mal lauter, mal ein bisschen leiser, mal irgendwas wieder bin. Das ist halt echt nicht einfach. Besonders, wenn man kein Tontechniker ist und nicht so richtig weiß, was man da überhaupt macht. Aber ich bin jetzt so langsam, aber sicher zufrieden. Und mit dem Bügelmikrofon, was ich jetzt gerade habe, das klemmt man einfach übers Ohr drüber, bin ich noch zufriedener, weil das merkt man gar nicht. Also überhaupt gar nicht. Und da bin ich eigentlich recht happy drüber. So. Ups. Okay. Na dann. Probieren wir das nochmal mit diesem Schlüssel hier unten. Ups. So. Einmal rumdrehen. Und dann können wir da dran klettern. Ich frage mich gerade, ob wir wenn ich wieder zurückgehe und nicht unbedingt den Weg hier über die Plattform versuche, also ob ich von da hinten aus, von dieser kaputten Plattform aus, auch wieder zurückkomme, oben auf den Steg. Das muss ich mal ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das klappt, aber ich weiß es nicht. Oh, shit. Okay. Na gut. Dann ohne Kristalle. Von mir aus auch das. Ach, man kommt da wirklich wieder hoch. Nice. Okay, gut. Dann habe ich da... Okay. Ja, ja, gut. Super, super. Oh, oh Gott. Nein. Falle ich trotzdem wieder rein in die Brühe. Ah, weil ich zu doof bin. Weil ich aus Versehen die Taste zweimal gedrückt habe. Ah, okay. Na gut. Ich gehe nochmal gerade zurück. Müsste ich mir ja eigentlich wieder Kristalle holen dürfen. Weil die Kisten mit den Kristallen, die respawnen ja. Ah, gucke. Wenn man stirbt, sind die ja wieder da. So, okay, haben wir wenigstens 5 von den Dingern. Besser als nix. So, wir haben 3 von den bunten Kristallen für die Tür. Aber ich glaube, bei diesem Level weiß ich noch nicht. Ich glaube, bei dem Level werde ich, ja, ich werde nicht warm, erstens mit ihm. Oh, verdammt nochmal. Und dann mache ich immer so eine Scheiße, ne? Wenn man 2x X hintereinander drückt, dann macht er dieses Gedotze. Das ist nicht einfach. So, hier möchte ich mal was ausprobieren, weil wir haben nämlich da vorne diesen Schalter, Hebel, was auch immer. Und vielleicht ist der für irgendwas gut, was mit diesen Plattformen hier, beziehungsweise mit diesen Kisten da auf sich hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist, wie es ist. Toll, jetzt muss ich einmal warten, bis wir wieder oben sind. Okay. Na gut. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe zwischen der Aufnahme und der vorherigen Aufnahme habe ich schon ein bisschen nochmal gespielt, um das überhaupt nochmal ins Spiel reinzukommen. Und deswegen weiß ich jetzt so ein paar Sachen hier. Ich wollte euch nicht zumuten, dass wir die ganze Zeit so blöd spielen. Es geht nämlich auch auf den Geist, wenn ich das Spiel nicht raffe. Und
und deswegen weiß ich, dass jetzt hier auch diese Dinger sind. So. Okay. Okay, und dann kriegen wir jetzt auch hier diesen Goboss. Da ist er. Wunderbar, den haben wir. Und dann können wir jetzt, glaube ich... Na, shit, Lila fehlt noch. Ich kann noch nichts zur Tür, glaube ich. Hallo? Dreht das Ding mal? Ja. Ich weiß nicht, warum man... Sag mal, hab ich jetzt gerade schon wieder... Ich hab irgendwie gerade wieder die Steuerung verstellt. Oh, nein, ich war da drauf. Verdammt nochmal, ich war da drauf. Ich war da drauf. Was passiert denn hier manchmal? So doof. So, ich möchte aber trotzdem zu dem Schalter. Ups. Gut, Schalter haben wir erwischt. Meine Güte. Das war Skill. Nicht wirklich. Okay. Hab ich wirklich die Steuerung wieder an? Nee, es geht. Ich habe echt gedacht, ich habe gerade wieder die Steuerung umgestellt durch irgendeinen doofen Zufall. Aber nein, sie ist nicht umgestellt. Ach, das war auch blöd, dass ich die Kiste jetzt aufgemacht habe. Weil nur hier in der Mitte sind die Kristalle drin. So, gib her. Dankeschön. So, jetzt komme ich auch wieder hierher. Okay. Und auf diesen Wackelpudding ist, kann man die Kamera nicht drehen. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, wie gesagt, mir fehlt noch Lila. Ich weiß gar nicht, wo ich Lila herkriege. Wahrscheinlich da auf der anderen Seite. Da bin ich gespannt, wie das mit diesem Elefant funktionieren soll. Oh, nein, 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 nein. Nick, mach doch nicht immer diesen blöden... Dieses Spiel regt mich echt so dermaßen manchmal auf, weil er immer, wenn ich ein zweites Mal X drücke, diesen Doppelsprung macht. Also beziehungsweise dieses Dash. Und das finde ich so doof, dass man das auf die gleiche Taste gelegt hat. Sorry, wenn ich da jetzt gerade mal ein bisschen drüber abrente. Aber das wird mir so häufig zum Verhängnis. Ah, das ist doch echt schlimm. Mann. Das ist echt hart nervig. Dass er dann halt diesen Dash macht. Es wäre halt gut, wenn es auf einer anderen Taste liegen würde, das Dashen. Und man dann halt eben, falls man irgendwie im Eifer des Gefechtes halt nochmal X drückt, weil man möchte, dass man nicht runterfällt irgendwo und einfach nochmal nachhüpfen möchte. Sondern immer diesen Dash macht. Das regt mich echt massiv auf. Das finde ich so schlimm. Das finde ich hart schlimm. Aber gut. Ist nur meine persönliche Hasstirade gerade. Und dadurch, dass ich den Level jetzt schon ein paar Mal gemacht habe und ihn nicht geschafft habe, macht das nicht besser. So, komm her, du Viech. So. Okay, gehen wir da raus und sammeln den restlichen Glöd ein. Ja. Kakao? Klingt immer wie Kakao. So. Ich habe nämlich auch rausgefunden, dass wenn man die Kreistaste betätigt, dass sich Croc dann einmal um 180 Grad dreht. Schön, dass man sowas mal rausfindet, ne? Ich hatte ja irgendwann mal gesagt, bevor ich ein Spiel anfange, sollte ich mir immer mal die Anleitung angucken. Aber ich habe das echt schon wieder vergessen. Ne? Ich habe das wirklich vergessen. Man sollte Spiele halt am Stück spielen und nicht mit einer Pause von 3 Wochen dazwischen. Oder 4? Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt echt schon wieder her ist. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung. So. Okay. Na gut, das ging doch schon mal wesentlich besser. Einmal rumdrehen und einmal hier oben dran. Sehr gut. Das klappt. Ich frage mich, ob ich mich hier oben auch umdrehen kann um 180 Grad. Probiere ich gleich mal aus, wenn ich den Schlüssel habe. Das geht. Cool. Das ist natürlich nicht schlecht. Einfach die 180 Grad Drehung machen. Perfekt. So. Okay, da sind wir wieder an der Stelle. Ah, perfekt. Guck mal. Ich bin ja auch blöd, fällt mir gerade ein. Ich brauche doch hier oben nur an den Luftballon dran zu hüpfen, dann werde ich auch wieder zurückgebracht. Ah, komm, bring mich zurück. Hui! Perfekt. Ah, so kann es gehen, ne? So kriegt man die Gobbos doch auch relativ einfach. Beziehungsweise den Gobbos.
Oh, ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass ich durch die Plattform durchgehüpft bin. Aber war zum Glück nicht so. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist echt ungewohnt, dass mir das Mikro nicht mehr im Gesicht rumhängt. Ich habe die ganze Zeit immer irgendwie so das Gefühl, dass da irgendwas fehlt. Dass ich irgendwie nicht mit euch interagiere. Oh, da war es schon wieder. Blöder, ne? Ach, jetzt drehen? Was? Wenn ich auf dem Wackelpudding bin, drehe ich mich, indem ich L und R1 drücke? Da ändert sich einfach das Steuerungskonzept? Okay. Gut, das ist schon hart. Das ist wirklich hart. Also normalerweise drehst du dich ja mit L1, Quatsch, mit links und rechts, ne? Und mit R1 und L1 machst du diese Sidesteps. Bist du auf diesem Wackelpudding, ändert sich das auf einmal. Und du machst halt die seitlichen Schritte mit links und rechts. Und drehst dich auf einmal mit L1 und R1. Warum? Ja, okay. Man kann es natürlich auch komplizierter machen, als es eigentlich ist, ne? Fuck! Oh, shit. Ich glaube, ich werde mit diesem Spiel echt nicht mehr warm. Ich glaube wirklich dran. Es ärgert mich echt. Okay. Das war Zufall. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, es ist echt zum Mäusemelken. Und die Kamera wieder gerade so schwierig ist, dass man wieder nichts sieht. So, ich habe den gelben Dingens, habe ich, ne? Fehlt nur noch der Gorboss. Glaub, habe ich den? Ich habe ihn noch nicht, ne? Oh, ich hier runtergefallen bin. Okay, jetzt haben wir auch den Gorboss. Perfekt. Hui, jetzt können wir auf diese Plattform wieder. So, okay. Jetzt schaffe ich es hoffentlich auch mal in diesen nächsten Raum rein. Ups. Nein. Ach, es ist zum Mäusemelken. Was soll denn das? Das verstehe ich nicht. Das ist mir echt ein absolutes Rätsel, warum ich da jedes Mal wieder runterfalle. Gut, wir fahren jetzt die Runde. Es ist mir egal, ich fahre jetzt die Runde. So. Kann die Kamera nachziehen, wie sie will. Ich fahre die Runde. Mann, 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 Mann. So, stoppt sogar schon die Musik. Sehe ich wieder nichts? Okay, sehr gut. Ich möchte mir halt die Kristalle nochmal mitholen. Ist zwar auch egal, falls ich wieder in die Brühe reinfalle. Aber gesetzt in dem Fall, dass es nicht passieren sollte, kann ich eigentlich von hier aus direkt darüber? Ja, einmal abkürzen. Oh, Mann. So. Einfach jetzt abgekürzt. Und ganz ehrlich, ich möchte den Level eigentlich beenden. Ich möchte ihn langsam beenden. Das ist mir jetzt gerade völlig wurscht, ob ich den jetzt hier zu 100% geschafft habe oder nicht. Ich möchte ihn einfach nur beenden. Weil der hat mir gerade echt einen letzten Nerv geraubt. Nicht nur einen letzten Nerv, sondern jeden letzten Nerv, den ich habe. Das war gerade wirklich meine Nemesis, dieser Level. Wie gesagt, dann schaffe ich es halt nicht zu 100%. Mir geht es wirklich nur darum, dass ich das Spiel durchspiele. Override. So, einmal speichern bitte. Und wir haben 34%. Okay. Da kommt offensichtlich noch ein bisschen was. Und wir starten in 3, 2, Mud Pit Mania. Das klingt sehr schlammig. Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Okay, wieder Plattforming. Hier oben ist doch so ein Ding. Ja, okay. Wer ist denn da oben? Eine Mumie? Aha. So, ich sammle mir derweil mal schön Kristalle hier ein. Das ist die Preisfrage. Komm ich? Nee, ich komme hier gar nicht runter, ne? Beziehungsweise ich komme gar nicht nach oben. Das war jetzt gerade meine Befürchtung. Ja, gut. Jetzt habe ich wenigstens wieder volle Leben. In dem Level. In Mud Pit Mania. Also, das Spiel wird für mich
zunehmend wirklich zur Qual. Muss ich wirklich sagen, ich spiele tendenziell eigentlich fast immer durch. Es gibt nur wenige, die ich zwischendurch abbreche. Wie gesagt, es könnte halt echt passieren, dass Croc einer der ersten Spiele wieder ist, die ich nicht durchspielen werde. Wenn das nämlich so weitergeht. Was ist das hier? Fall mal kurz rein. Ich mache mal gerade den Mario und fall mal in so einen Brunnen rein. Oh nein. Oh nein, und hier knurrt es so komisch. Was macht das denn? Warum? Ah, ich runterfallen. Was ist das denn jetzt? Ja, Drehplattform. Oh Gott, da kriege ich eine Macke. Das war mir so klar. Nein, geh doch. Dieses Doppelgehüpfe, beziehungsweise dieser Dash. Das ist so schrecklich. Das killt mich. Früher oder später killt mich das. Also, hat er jetzt nur schon mehrfach, wie man sieht. So, dieses Ding hier ist auch schwierig. Ah, nein! Oh Gott, nicht drinnen gelandet, zum Glück. Wo bin ich jetzt wieder reingeladen? Geraten, nicht geladen. Reingeladen. Okay. Komm, hüpf doch da hoch. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Ein Leben! Und da ist der blaue Diamant. Ja, wieder hoch. Oh, das war aber knapp. Ui, das war aber ultra knapp. So, habe ich den Typen? Ich habe ihn erwischt. Perfekt. Und ich habe auch wieder ein Leben. Das sorgt bei mir gerade schon ein bisschen wieder für Erleichterung. Hier klingt es, als wäre noch irgendwas. Hm? Hier auf der Seite. Okay. Winddingers. Wie sagt man dazu? Wirbelstürme. Mini-Wirbelstürme. Was ist wohl mit den Dingern hier auf sich hat? Oder den Level verlassen? Ich hüpfe mal rein. So, jetzt bin ich wieder draußen. Ui. Muss ich wieder was verschieben. Geh doch runter. So, mal gucken, was ich jetzt hier verschieben muss. Ich habe nämlich gerade nur so ganz kleines bisschen gesehen. Beziehungsweise... Ah! Okay. Geht das? Das scheint zu funktionieren. So, jetzt muss ich nur auf so eine Plattform warten. Perfekt. Ich habe den Schlüssel nicht, ne? Ich glaube nicht. Ah, da lag noch ein Kristall. Ah, da oben ist der Schlüssel. Alles klar. Super, super, super. Den holen wir uns. Schnappen wir uns. Ich möchte nur nehmen den Kristall. Danke. So, kein Risiko eingehen. Kein Risiko eingehen. Beziehungsweise kein vermeidbares Risiko eingehen. So. Okay, geschafft. Ich bin am Schlüssel. Und ich habe wahrscheinlich irgendwie... Ach ja, Kristall. Perfekt. Perfekt. So muss das. So. Und einmal hier drauf. Und dann werde ich das Viech mal befreien. Perfekt, den haben wir auch. So, jetzt ist die Frage, wo geht's jetzt weiter? Warte mal, hier oben ist noch eine Kiste. Hier oben ist noch eine Kiste. Die sieht man gar nicht. Kann ich hier die Kamera? Ah, da, guck mal. Perfekt. Da muss ich jetzt noch irgendwie drauf. Gucken wir mal. Sieht man gar nicht. Okay. Das wird wieder etwas tricky. Oh, geschafft. Super. Und was da wohl drin ist? Ein Leben? Nein, der grüne Diamant. Wie viele haben wir jetzt? Zwei. Okay, es sind gerade mal zwei, die ich habe. Das ist ja interessant. Ich hätte gedacht, ich hätte schon drei oder so. So, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt muss ich da wieder irgendwie zurück. Hä? Häng hier. Oh,
Das war aber gerade knapp. Ich bin beinahe in den Wirbelsturm reingeraten. So, dann gehe ich mal hier rein. Zack. Und dann gucken wir mal, was da uns erwartet. Unter Wasser. Okay. Na dann. Das sind wieder Gegner, glaube ich, ne? Yep. Kleine Grabbis. Warte mal, hier oben war noch was. Viech. Super, okay. Ich wäre echt super mega dankbar, wenn ich mal noch ein paar Leben bekommen würde, ne? Ich glaube gar nicht, wie super mega dankbar ich wäre. Oh, das war jetzt gerade der Lilane, den ich eingesammelt habe. Okay. Schnell hier durch, schnell hier durch. Weiter, 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 weiter. Nicht stehen bleiben. So, was bist du für ein komischer Frosch? Egal. Mach dich auch weg. Okay, wir haben hier irgendwie eine Stelle mit einem Schlüssel gefunden. Beziehungsweise hier geht's jetzt raus. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, für was der Schlüssel gut ist. Aber ich denke mal, das kommt auch gleich. Okay, für ihn hier. Oh, hier unten ist so eine Art Hammerhai oder sowas. Super, das hat geklappt. Das hat auch perfekt geklappt. Hier geblieben. Hallo. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Steuerung hier im Wasser gefällt mir eigentlich ganz gut. Das geht verhältnismäßig easy. Also das Schwimmen geht relativ einfach, finde ich persönlich. Gefällt mir gut. Aber dann halt eben, wenn du auf so einem Wackelpudding stehst, dann ist das Spiel echt mega tricky. Oh, was ist das? Oh, wir haben einmal Licht bekommen. Perfekt. Oh, ein Leben. Ein Leben. Also, krieg ich's nicht? Ja. Ich habe 3 Leben. Okay. Oh. Oh, hoch mit dir. Komm schon. Nein. Zu langsam wieder war. Oh. Das ist manchmal aber auch echt schwierig. Manu. Wie gesagt, ich bin nach wie vor kein Fan von Plattformen. Warum hüpfe ich denn da jetzt daneben die ganze Zeit? Ich möchte diesen Level nicht nochmal machen müssen. Bitte, 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 bitte nicht. So. Oh Gott, knapp. So, der ist von da nach da. Jetzt wird's dunkel. Das war aber echt mega knapp. So, hier in der Mitte befindet sich wieder Licht. Oh, mach doch sowas nicht mit mir, Spiel. Da drüben ist wieder so ein Kristall. Ich gehe mal davon aus, dass es einer von den bunten ist. So, ich habe auf jeden Fall ein Leben gefunden. Jetzt sehe ich leider gar nichts. Das ist doch mies. Ich werde jetzt nur hoffen. Okay, naja. Das ist der Gelbe, ne? Oder? War der Gelbe. Ja, aber uns fehlt noch einer. Uns fehlt noch der... Wer fehlt denn? Der Grüne. Nee, Grüne habe ich doch. Lila? Rot. Der Rote fehlt. Ja, keine Ahnung, wo der jetzt ist. Das weiß ich nicht. Egal, hier ist der Ausgang. Ich nehme den Ausgang des Levels. So, dann haben wir halt eben nicht den Bonus-Level da oder die Bonus-Stage. Dann ist das halt eben so. Ha, gut, wieder ein Level geschafft. Mann, 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 Mann. Das ist aber auch nervenaufreibend hier. Aber nichtsdestotrotz, wir spielen auf jeden Fall weiter. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Hier bei Croc. Legend of the Gabbers. Gobbers, nicht Gabbers. Gobbers heißen die Typen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.